Hey Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video. Und da ist die Hausnussfrau wieder. Jetzt willkommen zum nächsten Test. Die haben wir jetzt gleich hintereinander aufgenommen. Erstes Lieblingstier. Und das verlinke ich hier in der Infobox. Ich hab gelernt von dir. Und jetzt kommen wir zum Vierhäuser-Hogwarts-Test. Sprich, in welches der vier Häuser würde man kommen? Ich würde gerne nach Slytherin. Das sage ich jetzt mal vom Ding hinaus. Ich werde aber meine Fragen nicht so beantworten, dass ich dorthin komme. Sondern ich werde wirklich nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen beantworten. Und dann schauen wir, wo ich hinkomme. Ich würde gerne nach Slytherin, weil da kommen die besten Zauberer rein, genau wie in Gryffindor, und die anderen sind eigentlich nur Opfer. In welchen vier Häuser? Hogwarts wird der sprechende Hut dich wählen. Mache den Test. Warte, nochmal. In welches der vier Häuser Hogwarts wird der sprechende Hut dich wählen? Mache den Test und finde es heraus. Ich sollte Bücher vorlesen. Also, dein erster Tag in Hogwarts steht an. Herzlich willkommen. Servus. Aber hast du Angst, in welches der Häuser der sprechende Hut dich schicken wird? Nein, ich bin quasi sicher, wie die Entscheidung ausfallen wird. Wenn ich das nehme, komme ich nach Slytherin. Ja. Nein, der Hut wird schon das Richtige tun. Ja, ich habe schon ein bisschen Angst, dass mein Haus nicht zu meinen Charaktereigenschaften passen wird. Ja, schon ein wenig, aber ich glaube, der Hut weiß, wo ich hingehöre. Also eigentlich bin ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, wäre es das. Wenn ich das nehme, komme ich nach Slytherin. Mhm. Aber ich bin ehrlich, ja, ich habe ja schon ein wenig Angst, dass mein Haus nicht zu meinen Charaktereigenschaften passen wird. Das ist wirklich, Alter, das sind ja gleich hintereinander. Mhm. Die Entscheidung ist gefallen, aber was wünschst du dir nun in deinem neuen Haus am meisten? Dass ich schnell Freunde finde und mich gleich eine Gruppe anschließen kann. Das ist wahrscheinlich Hufflepuff. Dass ich freundlich empfangen werde und alle mich nett aufnehmen. Eigentlich nicht. Dass ich nett empfangen werde und mich alle so respektieren, wie ich bin. Nee. Dass ich von einem coolen Locker in die neue Gemeinschaft... Das ist da. Das ist Gryffindor wahrscheinlich. Mhm, weiß ich nicht. Der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Bitte drück mir die Daumen, dass ich nach Slytherin komme. Der erste Tag neigt sich dem Ende zu. Kurz bevor du dich schlafen legst. Schlafen legen willst, wirft dein Mitschüler aus Versehen deine Lieblingskette runter. Sie geht kaputt. Wie reagierst du? Ich erdrossel ihn damit. Und ich versuche es, dann gebe ich die Kette zurück. Nee. Dabei findest du keine Zeit weit über das Versehen. Nee, das nicht. Du bist nicht traurig, aber nimmst es ihm nicht. Ja, fick dich. Du bist traurig und ärgerst dich über deinen Mitbewohner. Dann bittest du ihm beim nächsten Mal etwas. Nee, du bist wütend über deine Kette und gehst also natürlich. So reagiert doch jeder. Das ist meine Lieblingskette. Also ich würde vielleicht. Ihm aus Versehen passiert. Ich würde vielleicht dabei noch weinen und ihn anschreien, aber das steht ja nicht da. Ich finde das krass, weil die von Slytherin, die killen doch gleich sich gegenseitig. Also ich würde ihn jetzt nicht verprügeln oder irgendwas machen, weil wenn es aus Versehen war, okay, aber wütend bin ich trotzdem. Stell mal vor, ich zerbreche deinen Lieblingsstift. Ja. Oder. Hat er gemacht. So. Am nächsten Morgen versammeln sich alle neuen Schüler im großen Saal. Dort auf jeder einen Wunsch äußern. Alter, wenn ich so cool lesen will, dann verlese ich mich da und gell. Dort darf jeder einen Wunsch äußern. Was wünschst du dir von Dumbledore? Früher, ich muss jetzt eins dazu sagen, ich habe das erste Harry Potter Buch gelesen, Harry Potter and the Half-Blood Prince, und da habe ich noch nicht das deutsche Buch gelesen und den Film war noch nicht heraus. Und dann habe ich Dumbledore einmal mit Dumbledore gelesen und dann habe ich gegoogelt und dann dachte ich mir, hä, was ist denn Dumbledore? Das war mega lustig. Okay, was wünschst du dir von Dumbledore? Ein bisschen Mut, ein bisschen mehr Ansehen. Freundlichkeit geht dir immer. Ein bisschen mehr Weisheit mehr. Entweder ein bisschen mehr Ansehen oder ein bisschen mehr Mut. Mut ist Gryffindor und Ansehen ist Slytherin. Yep. Weisheit ist Ravenclaw, glaube ich. Und das ist das Hufflepuff. Loser. Loserpuff. Ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Ansehen. Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Mut. Weil das kann ich mir arbeiten. Mut nicht. Anschließend stehen deine ersten beiden Stunden an. Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Snape. Snape? Das ist ein Ausrufezeichen. Warte mal kurz, habe ich einen Popel in der Nase? Nee. Okay. Entschuldigung. Du hast bereits gehört, dass ein äußerst strenger Lehrer sein soll. Hast du bereits ein wenig Angst? Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ich ein guter Schüler bin. Wieso sollte ich denn Angst haben? Ich glaube nicht, dass er streng sein wird, wenn ich freundlich bin und geduldig dem Unterricht folge. Okay, das bin ich nicht. Angst? Nein, ich weiß, dass ich ehrgeizig bin und schnell und gut lernen werde. Ich lese jetzt die anderen zwar noch durch, aber das ist mit Sicherheit das, was ich nehme. Da ist es nicht schlimm, jemanden zu haben, der auch mal durchgreifen kann. Das finde ich echt, das ist wirklich so. Angst habe ich keine, ich kenne Snape nicht. Und ob er streng ist, kann ich selbst beurteilen. Das ganz passt aber auch zu dir, geheuer ist mir die Sache nicht. Ich komme, ich hoffe, ich komme nicht mit ihm klar. Alter, ich kann echt nicht lesen. Angst? Nein. Nein. Ich weiß, dass ich ehrgeizig bin und schnell und gut lernen werde.
Da ist es nicht schlimm, jemand so. Angst habe ich keine, ich kenne es nicht. Und aber strenges kann ich selbst. Ja, es würde nicht beides passen, gell? Mhm. Aber nimm das, was du willst. Ja, ich das da schon. Okay. Nachdem du die ersten Stunden überstanden hast, geht es weiter mit Zaubertränken. Snape stellt dir die Wahl, einen Zaubertrank auszuwählen, den die ganze Klasse heute braun für soll. Für welchen entscheidest du dich? Den grünen Blubbernden. Ja. Rechtschreibung on point. Stechend riechenden mit Zutaten aus dem geheimnisvollen Schulgarten. Den schwarzen, glitzernden, geheimnisvollen riechenden mit Zutaten aus einem Himmelskörper. Das ist nice. Den dunkelbraunen, dampfenden Gebrauch aus den knochenartigen Materialien, das wäre cool. Den orangenen, glänzenden, frisch duftenden Gebraut aus Obst, das wärst du, Schatz. Nein. Den schwarz glitzernden, geheimnisvollen, dunkelbraun, dampfenden Gebraut aus Dunkelblau, nicht braun. Alter, ich kann echt nicht lesen, gell? Soll ich vielleicht vorlesen? Ich nehme den schwarzen, glitzernden, geheimnisvollen, ich nehme Zutaten eines Himmelskörpers. Nach dem Unterricht geht es in die Gemeinschaftsräume. Wo würdest du dich am liebsten aufhalten? Auf dem Scheißhaus. Entschuldigung. Unterhalb eines Sees, ein Raum mit grünem Licht beleuchtet und die Möglichkeit, vorbeischwimmende Seegeschöpfe zu betrachten. In einem gemütlich eingerichteten Zimmer im Keller des Hauses. In einem hellen, offenen Raum, in einer der wesentlichen Türme Hogwarts. Wesentlich oder westlich? Gute Frage. In einem der Türme weit oben mit einem schönen Ausblick auf die Landschaft. Das wäre nice. Mhm. Aber ich wäre auch gerne im Keller, weil da habe ich mehr Ruhe. Echt? Ja, da nervt mich keiner. Da kann ich pumpen. Tja. Kann ich squatten und schreien, ohne dass mich jemand hört. Dann schreie ich so. Und dann kommt der Typ so mal. Nicht bummeln, nicht bummeln. In einem Höllen auf das. Das wäre aber auch cool, cool in dem Turm, gell? Naja, du hast ja. Ich habe aber Höhenangst. Na, eigentlich kann man genau, sieht man genau, was ist. Echt? Ja. Das ist wahrscheinlich Ravenclaw, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Die Ravenclaw und Hufflepuff kennen mich so aus. Na, im Raum auf dem Namen, das wäre cool und das wäre auch cool. Das wäre auch cool. Aber du hast gesagt, du willst lieber in einem Keller sein. Na, ich will eigentlich nicht, also, na, ich Keller will ich nicht wohnen, das ist assi. Das war einerseits schon cool, aber andererseits, ja, weil es kühl ist, deshalb wäre es cool. Mhm. Aber ich weiß nicht, da ist so dunkel, gell, und dann sind überall komische Gestalten, ne, im offenen Raum. Hell offen mag ich jetzt auch nicht. Ich nehme den da. Das ist, was du nehmen wolltest, oder? Ja, wahrscheinlich. Oh, das tut mir leid. Und wie würdest du ihn am ehesten von den Mitgliedern anderer Häuser schützen? Ein geheimes Klopfsignal. Jedes Mal ein Rätsel stellen und nur wer es löst, kommt in den Raum, sein Schwachsinn. Das ist Ravenclaw. Ein geheimes Klopfsignal, ein Passwort, ein Code, den nur Hausmitglieder kennen, eine verwirrende Wendeltreppe, auf der man schwer zum Eingang des eigenen Raumes findet. Interessant. Ein Code, den nur Hausmitglieder kennen, das würde ich mal machen. Also anderer Häuser. Also eigentlich stört mich das nicht. Passwort, können ruhig kommen. Die Nacht bricht an und der Tag geht zu Ende. Als du am nächsten Morgen aufwachst, bemerkst du, dass deine Freunde einen anderen Mitschüler in einen Frosch verwandelt haben und sich nun über sein lächerliches Erscheinungsbild lustig machen. Wie reagierst du? Ich gebe mir dann einen Lauf. Du forderst deine Freunde auf und zurück zu machen oder du wirst sie auch zu einem Frosch werden lassen. Du verwandelst alle anderen auch in Frosch und amüsierst dich. Anschließend gibst du. Du lachst natürlich mit und zauberst den Frosch zusätzlich noch Hasenohren, sodass du und deine Freunde euch nicht mehr halten können vor Lachen. Das wäre cool. Hm. Aber warte mal, ist das ein Freund von mir? Ein anderer Mitschüler. Du verwandelst deine Freunde in Pflanzen, damit der Mitschüler aus Frosch sich gleichermaßen über die anderen lustig machen kann. Und das würde ich machen. Gleichberechtigung für alle, das ist Gryffindor. Das ist doch dasselbe wie alle anderen auch in Frösche. Das ist übrigens nicht Gryffindor. Psst. Du lachst natürlich und sagst, was die Frosch zu essen. Das wäre natürlich auch lustig, gell? Mhm. Das wäre mega lustig. Ich sag dazu nichts. Ich weiß nicht, mag ich den Mitschüler oder mag ich den Mitschüler nicht? Es ist ein Mitschüler. Es ist ein Mitschüler, aber also ist das ein Opfer oder ist es neutral. Gut? Er ist neutral. Gut, dann muss man es nicht machen. Wenn ich ihn jetzt hassen, wenn ich ihn jetzt mögen würde, würde ich es machen. Dann würde ich ihn verarschen, mhm. Weil dann weiß er, dass es Spaß ist. Wenn ich ihn hassen würde, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Weil er weiß ja eh, dass ich ihn hasse. Aber wenn es neutral ist, dann würde ich eher das machen. Genau. Nachdem du das Problem aus der Welt geschafft hast, geht es zum Frühstück. Was nimmst du dir vom Buffet?
Ist doch ganz klar, was ich nehme, oder? Ein Powerstar Food Shake. Linke Description. Nee, eigentlich ein Obatzen. Ein Obstshake. Der hat eine Konzentration, Alter. Bin ich schwul oder was? Ein belegtes Brot, was nicht. Nein, nein. Eine heiße Schokolade, die ich will. Alter. Ein Müsli mit vielen Früchten. Definitiv. Eine heiße Schokolade, nice, gell? Das habe ich früher mal gesoffen, deshalb war ich so fett. Ein belegtes Brot, was nicht mit Vitamine. Also ich nehme mal das belegte Brot. Ich nehme mal das Müsli. Wieso nimmst du den Obstshake nicht? Weil ich. Obst, ja. Obstshake ist eigentlich sowas wie. Da kannst du eigentlich direkt am Klo schlafen. Weil da so viel Ballaststoffe drin sind, dass du sowieso nicht mehr vom Klo runterkommst. Wenn das belegte Brot jetzt ein Vollkornbrötchen wäre und darauf Putenschinken wäre, dann würde ich es nehmen. Aber ich gehe mal aufs Müsli ein. Aber nicht mit vielen Früchten, sondern mit vielen Powerstar Food Shakes. Mit vielen Haferflocken und solchen Müsli. Nach dem Frühstück steht eine wichtige Prüfung. Doch bei allem Stress hast du völlig vergessen zu lernen. Dann siehst du auch noch, wie während der Prüfung ein Mitschüler spickt. Du bist ein wenig überfordert mit der Situation, doch was denkst du dir jetzt? Ich werde aus Prinzip nicht spicken und finde es auch absolut nicht in Ordnung, Alter. Ich werde trotz allem selbst bestehen. Ich weiß, dass ich kann. Das sind mir absolut. Ob jemand spickt oder nicht, gibt mir absolut am Arsch vorbei. Ich selber würde nicht spicken, aber wenn ich merke, ich würde durchfallen, dann schon. Weil ob ich jetzt einen Sechser kriege, weil ich spick, oder ob ich sowieso durchfall, ist mir relativ scheißegal. Ich finde es unfair, deshalb werde ich mir jetzt einen Spaß machen. Nee. Ich werde jetzt auf Glück alle Fragen beantworten. Eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee mit dem Spicker. Das könnte auch ich sein. Ich finde es unfair, den anderen gegenüber zu spicken. Aber wenn er es, dann ist es doch. Das ist nur. Geschafft! Jetzt steht deine erste Flugstunde an. Viele verschiedene Besen stehen nebeneinander aufgereiht. Du hast als erstes die Wahl, dich für einen zu entscheiden. Welchen nimmst du? Ich nehme den Nimbus 2000. Mit der Hedwig, Alter. Den der viele Loopings drin so mit dem Spiel, das war cool. Und wo es viel Spaß macht zu fliegen. Und wo es viel Spaß macht. Die seit ja der 13-Jährige nee, programmiert. Ja, es programmieren tun die das. Den ältesten und sichersten Besen. Den Besen, der überlebt. Es ist mir eigentlich gar nicht den schnellsten. Die Kinder erstellen selber ihre Umfragen. Zerstör sie alle, echt. Das ist von Kindern erstellt zum Krass. Teil. Von Jugendlichen. Nachdem du dich entschieden hast, geht es los mit deinem ersten Quidditch-Spiel. Quidditch ist falsch geschrieben. Du wirst gefragt, welche Position du am liebsten spielen würdest. Was anderes du? Sucher natürlich! Ich bin der Beste! Mhm. Sucher, hab gehört, da muss man schnell und gut sein. Denke, das bringt am meisten Spaß. Ah, das könnte ich sein. Und vor allem mit deinen Augen, gell? Mhm. Ich glaube, ich bin besser in. Nee, Verteidigung nicht. Ich lese trotzdem du bist nicht vor. Schließlich bin ich schwer auszudrücken und habe überall meine Augen. Meine Augen habe ich wirklich überall, weil sie so schnell wackeln. Ich frage das Video hier in der Infobox. Ich denke, ich bin gut als Feldspieler. Ich kann gut den Ball verteilen und bin unschlagbar darin, die Gegner mit einigen Tricks zu verwirren. Ich kann sie mit meinen Augen verwirren. Stimmt. Also, Sucher habe ich gehört. Also, ich bin auf jeden Fall nicht der Sucher, weil meine Augen zu schlecht sind. Aber ich würde es natürlich trotzdem machen wollen. Außer es fährt ein anderes Auto hinter mir. Dann würde ich nur auf der rechten Spur fahren. Sucher, habe ich gehört, dass man nur schnell sein muss. Ich denke, ich bin nur als Feldspieler. Ich kann gut den Ball verteilen. Und bei Unschlagbar drin. Ja, das nehme ich, oder? Oder? Ich hätte die Verteidigung eingeschätzt. Nee, ich habe nicht überall meine Augen. Ich habe meine Augen vielleicht links und rechts, weil sie wackeln, aber. Okay. Ich weiß nicht. Warte mal, das passt schon. Wenn man überlegt, dann passt schon. Ja, jetzt lasst es. Doch plötzlich müsst ihr unterbrechen. Ein Notruf. Einige Zauberwesen sind in den dunklen Wald ausgebrochen. Sie müssen schnell wieder eingefangen werden. Welches Tier wirst du dir vornehmen? Den klugen Phönix. Den blutrünstigen Werwolf. Natürlich, ich will ja einen Werwolf sehen, Mann. Ein und ist ja schwul. Ich bin ja selber eins. Was? dir ist das Knäuel deiner Seite. Ich kann so jedes Tier fangen. Von der Mücke bis zum Drachen. Got the skills. Why you always lying? Das ist wieder passend, gell? Den klugen Phönix, den blutrünstigen Werwolf. Also Werwolf wäre richtig geil. Aber ich glaube, wenn ich dort bin, dann bin ich so ein Killer, dass ich alles schaffe. Oder? Weil wenn ich einen Werwolf fangen kann, kann ich auch einen Drachen fangen. Mhm. Können mich beide töten. Ja. Als ich alle Tiere eingefangen habe, fängt es bereits an zu dämmern. Du hast noch ein wenig Freizeit, bevor es zur Nachtruhe geht. Was unternimmst du? Ich gehe pumpen. Bei einem gemütlichen Glas. Ach, fick dich. Lese ich gerne ein Buch in der warmen Bücherei. Ha!
Gay! Ich ziehe mit meinen Freunden übers Gelände und erlaube mir kleine Zaubereien zu. Schaut ein anderer, ich mache jetzt nur das, was mir von den beiden bis jetzt am besten gefällt. Ich gehe mit meinen Freunden nach draußen in den unbekannten Zaubergarten genau zu erkunden. Das wäre auch cool. Mhm. Ich lege mich nach draußen, quatsche mit Freunden und bewundere den Sternenhimmel. Das wäre auch cool. Mhm. Also das werde ich wohl nett machen. Ah, vielleicht. Also ich laufe rum und verarsche andere Leute. Das mache ich eigentlich gern. Ja. Aber ich schaue mir auch gerne den Sternenhimmel an. Um den Zaubergarten zu erkunden. Ja, ich lasse also, das. Du machst das nicht zum Schaden anderer, aber. Das ist nicht echt. Ja, du sollst mal weitermachen, weil du brauchst schon ziemlich lang. Das habe ich mir auch gerade gemerkt. Als es dann Schlafenszeit ist, bist du doch noch nicht müde. Du bist, als liegst. Hä? Du liegst als einziger noch. Du liegst als einziger nur noch wach in deinem Bett. Doch auf einmal hörst du ein seltsames Geräusch von mir. Was tust du? Du versuchst zu ignorieren und redest dir eines, nichts zu wissen. Das klingt nach mir. Du denkst dir alle Möglichkeiten und Gründe für das Geräusch aus, bloß Fluchtbälle, falls es. Ja, das klingt auch nach mir. Du stehst ohne Zögern auf, dein Zauberstab dabei und bereitest den nervigen Geräusch ein Ende. Ich bin schon mal mit dem Messer durch unser Haus gelaufen, weil ich Angst hatte. Also, es könnte passen. Du gehst zögerlich zu, um zu gucken, wo die Ursache. Das wäre eigentlich alles nicht. Es kommt auf meinen Gemütszustand an. Du glaubst nicht an eine schlimme Ursache und begibst dich mit deinem Zauberstab in Richtung Flur, bevor noch jemand vom Geräusch geweckt wird. Das ist auf jeden Fall nicht, weil die anderen sind mir egal. Ja. Du gehst zögerlich zu einer Tür, um zu gucken, wo die Ursache ist. Zögerlich würde ich schon gehen, aber ich glaube, also ich denke mir wirklich alle, ich denke mir eigentlich, einen Fluchtplan denke ich mir nicht aus, aber alle möglichen Gründe für das Geräusch, das schon. Ich nehme das da, oder? Ja, wenn du ohne zu zögern aufstehst? Nee, eigentlich nicht. Außer das. Das ist wieder meine Familie, dann schon. Also, dann nimm das. Wenn du das wärst lassen hast, dann würde ich sie alle töten. Oh. Am nächsten Morgen ist alles vergessen. Es steht ein Sportwettkampf zwischen allen vier Häusern und du bist Schiedsrichter. Während des Wettkampfs bemerkst du plötzlich, dass jemand aus deinem Team schummelt. Wie reagierst du? So leid es mir tut, ich muss die Person disqualifizieren, ist mir echt scheißegal. Da kann ich drüber wegblicken, es stiehlt sich jemand aus meinem Haus. Absolut. Ich gebe der Person eine letzte Chance. Ich werde der Person irgendwas geben, damit mein Team eine kleine Strafe bekommt, dass die Person jedoch weiterhin mitspielen. Du hast eine Entscheidung getroffen. Dich das nächste Problem folgt. Doch, das nächste Problem folgt. Jemand wird verletzt. Sich doch das dir. Hä? Jemand verletzt sich. Doch dir fällt kein Zauberspruch ein, der jetzt helfen könnte. Was tust du? Ich will jetzt alles noch schlimmer machen. Warte, bis jemand anderes zur Hilfe kommt. Ich nehme stattdessen einen Zaubertrank, da bin ich mir sicher. Ich bleibe bei der Saison, bis ein Lehrer zur Hilfe kommt. Ich bin auf Google einen Zauberspruch in der Hoffnung, dass. Nee, ich bleibe dort. Und warte, bis jemand kommt. Mhm. Am Ende des Tages beim Abendessen wirst du von deinem Mitschüler gefragt, was du von Todessern hältst. Was anderes tun? Ich habe nichts gegen Todessern. Jedem das seine. Ich weiß nicht, Hauptsache man weiß, sich zu helfen, falls man mal von einem angegriffen wird. Ich halte mich lieber fern von denen. Vor denen, oder? Ich wüsste nichts Konkretes, was mich stört. Begegnen möchte ich dennoch keinem. Ja. Todessern, wo ist das Problem? Ein bisschen dunkle Magie schadet nie. Das ist auf jeden Fall Slytherin. Ja. Ich meine. Es stimmt, ein bisschen dunkle Magie schadet nie, das stimmt, aber eigentlich würde ich das machen. Also wenn es passiert, dann kann ich nichts machen, aber ich will es nicht unbedingt. Des Weiteren fragt dich jemand, was du am liebsten über Hogwarts wissen soll. Aber warte mal, ich habe gerade an Dementoren gedacht, was ist denn ein Todesser? Das sind die, die das Maul haben. Das sind die Böse? Das sind die vom Lord Voldemort, die Menschen aussaugen oder so. Kennst du diese Schlange, die da im Himmel ist, das Zeichen der Todesser. Der Malfoy war dann einer, seine Eltern, sein Vater war einer. Die. Was heißt ein bisschen dunkle Magie, dass ich gegen sie dunkle Magie einsetze? Oder sie dunkle Magie? Dass du ihnen zustimmst, dass sie die dunkle Magie. Das können sie ja machen, das ist ja mir wurscht. Aber ich nehme es jetzt nicht, weil ich würde. Würdest du selbst einer werden wollen oder nicht? Nee. Ich will einfach nur gut sein, aber ich will kein Todesser. Wenn du stärker bist? Wenn ich stärker werde, ja. Siehst du? Also ich nehme. Aber es hat ja keine. Ja, okay, das kommt drauf an. Nee, ich lasse das da. Das meint, dann fragt dich jemand, wo du am liebsten über Hogwarts wissen wollen würdest. Was anderes, du alle Geheimgänge und versteckten Räume kennen, alles über die Geschichte, alles über die dunkle Magie und verborgene Gefahren, das wäre eigentlich cool. Dunkle Magie ist, man muss sie ja nicht einsetzen, aber sie zu wissen, ist nicht schlecht. Ein besserer Einblick über die Entstehung Hogwarts und damit dir vier Häuser bekommen. Brauche ich gar nicht lesen, Feuer. Immer Feuer. Mhm. Weil es rot ist. Nach dem Essen war der Professor McGonagall, der McGregor, einen Fragebogen an alle. Bitte fülle die Fragen aus, was sind deine größten Stärken? Weisheit, Klugheit, Individualität. Das schon, die beiden nicht. Fairness, Freundlichkeit, Engagement.
Das schon, die beiden nicht. Ehrgeiz, entschlossene Brüderlichkeit. Tapferkeit, Mut, Draufgängertum. Ehrgeiz, entschlossene Brüderlichkeit, oder? Draufgängertum eigentlich auch, oder? Hm. Aber ich bin kein Draufgänger. Tapferkeit, Mut hätte ich eher gesagt. Aber ich bin ehrgeizig und ja, entschlossen. Du auch. Dann nimm das. Du hast gesagt, du bist ehrgeizig, entschlossen. Brüderlichkeit ist für dich richtig, ja. Also weil das. Und was mit einer größten Schwäche, keine Durchsetzung und keine Toleranz. Es wird dir schwer nachzugeben. Es wird dir schwer zuzuhören. Schüchtern. Also entweder eins von den dreien. Mhm. Tolerant bin ich. Besser als es wird besser. Es wird dir schwer nachzugeben. Besser. Es wird mir sehr schwer nachzugeben. Es fällt dir schwer zuzuhören. Nee, das nicht. Für welches der drei Heiligtümer des Todes würdest du dich entscheiden? Den Mantel, der unsichtbar macht, den Stein, der Tote zurückholt, den Elderstab. Da bin ich so ein Stärkster, möchte ich noch, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß gerade nicht, was der Elderstab ist. Das ist der, den der Lord Voldemort hat. Echt? Mhm. Der heißt Elderstab. Hat mir das auch nicht mal gesagt. Der Fragebogen ist ausgefüllt und im Unterricht vor dir vorbei noch. Euch plagt ein Problem. Wie wäre euer erster Ansprechpartner? Abhängig von der Frage, Problem, natürlich. Ab diesem Abend denkst du noch lange, sodass du am nächsten Morgen toll und müde bist. Was tust du? Egal, ich gehe trotzdem in den Unterricht. Ich denke mir eine geschickte Ausrede aus. Ich schlafe einfach weiter und komme etwas später. Ich übertrage meinen Freunden die Aufgaben, sich die Ausrede für die Lehrer. Stelle mich krank und schreibe mir selbst eine Entschuldigung. Hm. Ich will eigentlich nicht zu spät kommen, das mag ich nicht, aber meistens komme ich zu spät, oder? Ich denke mir eine geschickte Ausrede aus, das bin ich. Schon kommende Woche steht der Sommerball an, wie du vor kurzem erfahren hast. Doch willst du dich trauen, deinen Traumpartner zu fragen, ob er sie dich zum Ball begleitet? Ich denke mir eine romantische Überraschung aus, wo keiner Nein sagen wird. So bin ich, Schatz, gell? Mhm. Das bin ich. Ja. Das nicht, ich bin nicht schüchtern, in solchen Dingen bin ich etwas. Bin ich, ja. Nee, das nicht. Also ich bin in solchen Dingen schon schüchtern. Mhm. Aber ich warte, bis mich jemand... Nee. Ich frage die hübscheste Person. Ja, hübscheste Person habe ich ja neben mir. Oh, du Schlampe. Nachdem auf der Ball vorüber ist, stehen Sommerferien an. Wirst du Hogwarts nicht dessen vermissen? Ja, Mann. Schon, aber ich freue mich auch auf meine Familie. Mich juckt meine Hand. Ja, die Zauberwelt ist meine Welt. Das ist sie echt. Während du eine Straße aufgehst, starrt dich ein Muggel länger komisch an, kommt dann urplötzlich auf dich zu und sagt, du bist ein Zauberer, wie reagierst du? Ich töte ihn. Ich werde einen Vergessenszauber anleiten. Ich werde fragen, ob alles mit seiner Psyche in Ordnung ist. Ich werde lachen und weggehen. Ich werde fragen, ob er braucht. Ich werde ihn als Spinner beleidigen und den Kopf schütteln. Ich werde lachen und weggehen. Deine Eltern fragen dich, oder würde ich ihn verzaubern? Nee. Meine Eltern fragen dich, welches Zauberfach du am liebsten perfekt beherrschen würdest. Verteidigung gegen die dunklen Künste, Besenfliegen, Zaubertränke. Eigentlich Sturmflüche, gell? Crucio und Evada Kedavra. Ja. Oder ist Evada Kedavra? Ist weiß doch. Nicht, ob das so. Ist, glaube ich, der Tod, der Tötungsding. Das hängt noch. Verwandlungszauber wäre aber auch cool, dann könnte ich zum Wolf werden. Mhm. Zaubertränke wären auch cool, weil dann könnte ich schneller werden. Oder mich vierteilen, wie die Hermine. Besenfliegen ist auch cool, aber Verteidigung gegen die Dunkel wäre natürlich auch cool. Mhm. Die Sommerferien sind vorbei, wie kehrst du zurück nach Hogwarts? Ich fliege selbst, macht am meisten Spaß. Ich fliege mit Freunden in einem Auto, ich fahre ganz normal in den Hogwarts. Ich beame mich zu Tönen, verschwinden kann, wenn es geht. Nee, ich will fliegen! Beamen ist zwar cool. Ja, eigentlich nicht, das ist verboten, gell? Ja, aber es sind ja keine. Ja, okay. Zurück in Hogwarts, oder bekommst du endlich deinen Patronus? Ah, du hast deine Olle halten, willst deine Reaktion? Fuck, ich bin doch nicht der verdammte. Harry Potter, der Harry hat einen Elch, oder? Ein Hirsch. Naja, ein bisschen lang, wie soll mir eine Eule. Wie soll mir eine Eule helfen? Ich hätte schon gerne ein aktives Tier gehabt, aber wer weiß, was die Eule nicht alles so verbirgt. Das stimmt. Das ist eine gute Aussage. Eine Eule klingt klasse, schlaues Tier. Es ist schlau, aber ich hätte gerne anderes, aber es ist okay. Des Weiteren wirst du gefragt, was du am liebsten im Herzen deines Zauberstabs hättest. Was du am liebsten im Herzen deines Zauberstabs hättest. Lies einfach, dann weißt du es. Phönix mit der Drachenherzfaser, ein Teil eines Sterns. Piu. Ein Teil eines Sterns. Ein und aber, es ist eine Drachenherzfaser, wäre auch cool, Phönixfaser auch wieder. Ja. Ein Sterns. Zum Schluss eine allgemeine Frage: Was denkst du über Zauberer aus Muggelabstimmung? Meiner Meinung nach kein Unterschied zu Reinblütern. Das ist meine Meinung. Ich denke, sie können Phönix nicht so gut wie wir, ne.
Ein bisschen Salz in der Denkweise, aber kein wirklicher Unterschied. Nee, da gibt es keinen Unterschied. Zauberer ist Zauberer. Das da. Oder? Mhm. Muggel, damit würde ich nichts zu tun haben. Slytherin. Spricht aus mir, wenn ich das nenne. In welchen Häuser würdest du nicht gerne wollen? Hufflepuff ist der Dachs, oder? Mhm. Ich will nicht zu Hufflepuff, Mann. Okay, jetzt kommen wir zur Auswertung. Drumrolls, please. Ein bisschen ruhiger sein, dann. Geh, Mann! Ich komme aus Slytherin, Alter. Puh, das ist ja gerade noch gut gegangen. 4 Hogwarts-Häuser. Was ist 4 Häuser Hogwarts? Herzlichen Glückwunsch. Slytherin freut sich über ein neues Mitglied in seinen Reihen. Du bist überaus ehrgeizig, gewissenhaft und entschlossen. Du bist vielleicht kein Engel, aber das, was dich perfekt macht für Team Slytherin. Kommentiert nur alle Hashtag Team Slytherin, wenn ihr auch meine Brüder sein wollt. Das ist nice. Also da kommt nur eins raus. Okay, also ich bin zufrieden. Ich bin ein Slytherin. Ich bin auch ein Puzzlemund. Hörst du dir? Wie ein Puzzlemund. Du schenkst nach Scheiße. Okay, also Leute, das war die Auswertung. Ich bin Team Slytherin, so wie es sein wollte. Ich habe echt mit bestem Wissen und Gewissen die Fragen geantwortet und bin nicht auf Slytherin eingegangen, sonst hätte ich manches anders gemacht. Stimmt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Gryffindor wäre auch gut gewesen, okay gewesen, alle anderen sind schwul. Meiner Meinung nach. Also Ravenclaw und Hufflepuff haben bestimmt alle ihre guten Seiten. Hufflepuff fällt mir nichts ein. Ravenclaw ist schlau. Ja. Und Hufflepuff sind halt die Lieben. Ja. Die Putzigen. Die sind auch mega cool. Ich glaube, das sind die mit den Pflanzen, oder? Die so gut mit Pflanzen umgehen können und das mit Tieren und so. Ja, das wäre natürlich auch cool. Ravenclaw sind die Schlauen. Ja, das wäre natürlich auch cool. Aber ich bin eher der Slytherin-Typ. Da bin ich jetzt echt glücklich. Jetzt kann ich gut schlafen heute Nacht. Morgen lasse ich mir eine Schlange ins Gesicht tätowieren. Obwohl ich ja schon eine in der Hose habe. Dann sage ich, Leute, haut's rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und schaut mal bei der Haselnuss vorbei. Die macht nämlich jetzt dann auch die Abstimmung. Und sie möchte ins Team? Sehen wir dann. Sagst du, musst du sagen, in welches Team? Ja, Gryffindor. Sie möchte ins Team Gryffindor. Wenn ihr wissen wollt, ob sie ins Team Gryffindor kommt, dann schaut ihr vorbei. Ciao, ciao. Tschüss.